Der Mond. Es ist in der Stadt nicht mehr auszuhalten, sagte Herr Mond. Die Menschen haben sich so viele Monde gemacht, dass ich ganz überflüssig bin. Mach dich schwarz, riet Frau Dohle. Eine Mondfinsternis können sie doch nicht machen, wie sie gucken werden und reden, dann bist du wieder Hauptperson. Du hast recht, sagte Herr Mond und machte sie schwarz. Da nahmen die Menschen ihre Fernrohre, redeten und schrieben über ihn und glaubten, sie sehen ganz genau, wie es zwischen Erd und Himmel zuginge. Das wurde Herrn Mond ärgerlich. Ich werde ihnen heimleuchten, zürnte er und machte sich wieder hell. Die Helligkeit steht ihnen auch viel besser, mauzte Herr Kater. Für kein anderes Licht bekomme ich so gute Sänger zum Katzenkonzert. Gemein ist das moderne Elektrische, schnarrte Frau Schabe. Ein Greuel ist's, nirgends mehr ein gemütliches dunkles Eckchen für mich und meine armen Kinderchen. Ach, bleib doch, baten Sternchen. Denk an das arme, kranke Kind im Dachstübchen. Du bist seine einzige Freude, wie wird es sich bangen? Für solch dummes Ding bleib ich nicht hier, brummte Herr Mond. Kommt lieber mit in den Wald. Nein, antwortete sie. Dort sind schon genug, hier braucht man uns mehr. Herr Mond fuhr zornig in den Wald. Es war Nacht. Frau Eule wollte sich eben ein kleines Nesthäkchen greifen. Was will der hier? Krächzte sie. Als ob wir hier Licht brauchten. Im Wald achtete man noch weniger auf Herrn Mond als in der Stadt. Wir leuchten bald schöner, rief Herr Weidenstumpf aus dem Sumpf. Leuchtkäfer und Irrlicht fanden das auch. Schlechte Gesellschaft, knurrte Herr Mond. Frau Nachtigall denkt auch nur an die Kleinen. Ich aber nur an dich, flüsterte Frau Lotos. Das war freilich sehr schön, aber oh weh, sie verwelkte. Elende Geschöpfe, seufzte Herr Mond. Ich habe die ganze Geschichte nun satt und gehe an den Nordpol. Da hat man wenigstens seine Ruhe. Seine Ruhe hatte man, aber war das langweilig. Kannst du auftauen? Frugen die Seehunde. Nein, das konnte er nicht. Schlaf doch, riet Herr Eisbär. Wenn man die ganze Nacht umherläuft, wird man natürlich müd. Dumme Bestie, brummte Herr Mond. Weiß nicht einmal, dass ich seit Erschaffung der Welt meine Anstellung als himmlischer Nachtwächter habe. Da kam eines Tages mit dem großen Wagen ein kleiner Komet gefahren. Komm doch zurück, bat er. Alles ruft nach dir. Eile dich. Sonst findest du das liebe Kind im Dachstübchen nicht mehr. Es wird alle Tage schwächer. Wenn sie die falschen Monde in der Stadt auslöschen, will ich kommen, sagte Herr Mond. Aber das wollten sie nicht. Das Kind lag in seinem Bettchen mit gefalteten Händen und bat den lieben Gott. Schicke mir doch Herr Mond mit seinem Licht, denn ich finde, es ist so sehr, sehr dunkel hier. Das hörte Frau Sonne, aber sie konnte nicht in das Gässchen, es war gar zu eng. Zürnend fuhr sie zum Nordpol. Du sollst sofort zurück, rief sie. Schäme dich, so eitel zu sein. Wir sind Himmelslichter, kein Mensch kann uns nachmachen, ohne unser Leuchten gäbe es keinen Glanz auf Erden. Geh sogleich zu dem armen Kind, nichts ist zu gering, wenn man helfen kann. Da wurde Herr Mond ganz klein, verkroch sich hinter die Wolken und fuhr noch dieselbe Nacht zur Stadt. War das eine Wonne für alle Leute, besonders aber für das kranke Kind, es wurde fast gesund davon. Als es hinunter konnte, lachte ihm Frau Sonne zu und so wuchs es auf, zur Freude der Menschheit. Herr Mond ist nie wieder fortgezogen, tröstet wo er kann und weiß, trösten können nur die Lichter vom lieben Gott und nicht die, die sich die Menschen selber machen.